Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Ihr werdet anonym angerufen auf eurem Gigaset GS4 oder wollt selber jemanden anonym anrufen. Wie das genau funktioniert, zeigt euch Nina in diesem Video. Viel Spaß! Hallo, ich bin Nina und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr mit dem Gigaset GS4 anonym anrufen könnt, aber auch wie ihr anonyme Anrufer selber blockieren könnt. Wir schauen uns als erstes mal die Rufnummerunterdrückung an, also wie ihr das einstellen könnt, dass, wenn ihr jemanden anruft, eure Rufnummer nicht mehr angezeigt wird. Dafür gehen wir nämlich nicht in die normalen Einstellungen hier, wie man vielleicht denken könnte, sondern wir gehen hier direkt in unsere Telefon-App, wählen hier oben die drei Punkte und gehen hier einmal in die Einstellung. Und dann wählen wir hier den Punkt Anrufkonten und sehen dann hier SIM-Karte 1. Wir wählen das also aus und gehen dann über die zusätzlichen Einstellungen und sehen hier dann als ersten Punkt schon Anrufer-ID. Standard-Netzwerkeinstellungen zur Anzeige der Rufnummer bei ausgehenden Anrufen verwenden. Genau das wollen wir jetzt ja aber verändern. Das heißt, wir wählen das einmal aus und sehen, wir können sagen Netzwerk-Standard-Einstellungen, Rufnummer unterdrücken oder Rufnummer anzeigen. Wir sagen jetzt also Rufnummer unterdrücken, Nummer bei abgehenden Anrufen unterdrückt. Das haben wir jetzt also erfolgreich eingestellt und wollen es jetzt natürlich auch mal direkt testen. Wir rufen jetzt hier nochmal unser iPhone an, das wir hier schon parallel hingelegt haben, und rufen da jetzt mal an. Wir schauen jetzt mal, was passiert. Und ihr seht, unsere Rufnummer wird jetzt nicht mehr angezeigt, sondern wir rufen jetzt anonym an. Und so könnte also die Person, die wir anrufen, jetzt nicht sehen, mit welcher Nummer wir anrufen. Das ist also schon mal Schritt 1 dazu, wie ihr anonym anrufen könnt. Und ihr könnt natürlich hier jederzeit wieder in die Einstellungen gehen, Anrufkonten, das Ganze dann wieder auswählen und dann eben wieder zurückwechseln zu den Netzwerk-Standard-Einstellungen. Wir wollen uns jetzt ja aber auch noch angucken, wie wir denn anonyme Anrufer blockieren können. Denn gleiches Spiel jetzt andersrum. Wir rufen jetzt also unser Gigaset GS4 hier mal anonym mit unserem iPhone an. Und sehen dann also, dass der Anruf hier zu uns durchkommt, wir aber eben nicht die Nummer sehen, sondern nur sehen, dass wir anonym angerufen werden. Und das kann natürlich ganz schön nervig sein. Deswegen gehen wir jetzt hier wieder in unsere Telefon-App unter die Einstellung und wählen jetzt aber hier den Punkt blockierte Nummern. Und hier können wir dann eben auswählen, unbekannt, Anrufe von nicht identifizierten Anrufern blockieren. Das wollen wir jetzt eben einmal einschalten und jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Wir rufen also jetzt hier wieder unser Gigaset anonym an und dann sehen wir jetzt, dass der Anruf gar nicht mehr durchgeht, sondern unser anonymer Anrufer hier direkt ein Besetzzeichen bekommt und wir bekommen hier von diesem Anruf wirklich absolut gar nichts mehr mit. Das ist also wirklich praktisch, wenn ihr anonyme Anrufer blockieren wollt. Auch hier gilt natürlich, ihr könnt jederzeit wieder in die Einstellung gehen unter blockierte Nummern und diese Funktion wieder deaktivieren. Das war es dann auch schon zum Thema anonym anrufen und anonyme Anrufer blockieren beim Gigaset GS4. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen hoch. Habt ihr sonst noch Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt uns die auch gerne jederzeit in die Kommentare und abonniert den Kanal, damit ihr hier keine Videos verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!